Hallo zusammen und schön, dass ihr mit dabei seid zu einem weiteren Total War Rome 2 Schlachtkommentar von mir. Diesmal Galatien gegen Pontos. Eine schöne Schlacht, die mir der gute Herr Whisky geschickt hat. Für die Leute von euch, die Whisky noch nicht kennen, Whisky ist einer der Teilnehmer in meinem Mod-Programm, der mir dabei hilft, den Mod zu balancen. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben eine Menge zusammen gezockt und ich merke auch, dass es immer besser geworden ist und seine Schlachten sind prinzipiell immer gar nicht mehr so schlecht. Genau, ähnlich wie mit Grimse. Und deswegen hat er mir mal eine geschickt gehabt, wo er auch ewig für gekämpft hat. Er wollte mich unbedingt mal eine schicken. Und fangen wir mal damit an, was hat er mit dabei? Er spielt heute ein Galater-Bild, eigentlich sogar ziemlich klassisch. Einer der zwei Methoden, die am meisten auftreten, sind, also ist nämlich die galatischen Legionäre, 6 Stück mit dabei. Dann 2 nackte Schwerter, um den Charge zu eröffnen. Dahinter nochmal galatische Adler als General, was eigentlich Standard ist. Und leichte Kavallerie einmal als Reserve. Seine rechte Flanke sieht übrigens genauso aus wie seine linke Flanke. Deswegen hat er 3-mal galatische Schwerter an jeder Flanke. 6 insgesamt. Einmal freie Heerbanner und einmal kappadokische Söldnerkavallerie. Gerade den Fokus hier auf diese galatischen Schwerter zu setzen, ist wichtig, Leute. Denn damit kann er die Flanken so zermalmen durch diese Masse an Schwertkämpfer an jeder Seite, dass die einen, die am Ende die Kills machen, nicht die galatischen Legionäre sind, sondern die galatischen Schwerter. Und das ist eher eine offensive Variante, mit den Galatern zu spielen. Die defensive Variante ist, man benutzt Speere an der Flanke vermehrt, um sich zu schützen. Und das bevorzuge ich persönlich mehr. Oder man spielt die offensive Variante, man setzt Schwertkämpfer an der Flanke ein, um anzugreifen. Und das funktioniert bei den Galatern wirklich echt, echt gut. Und kann ich auch nur empfehlen. Und heute setzt das Whisky hier ein. Gut, ich würde sagen, gucken wir uns noch kurz den Ponten an. Der hat mit dabei insgesamt 4-mal östliche Steinschleuderer. Weil ich dachte, der galatische mit Fernkampf machen die meisten nämlich auch mit ein paar Steinschleuderern. Dann hat er mit dabei 2-mal Thurias Speer an jeder Flanke, 1-mal Hügelmänner. Aber Thurias Speer hat das sogar 3-mal mit. Hügelmänner hat er auch nur 1-mal mit, wie ich sehe. Pontische Schwertkämpfer insgesamt 4-mal. 4-mal Herbern-Pikiniere. 1-mal Plänkler-Kavallerie. Dann 1, 2. 3-mal pontische königliche Kavallerie. Sehr kavalleriestark, eher Infanterie schwach, wobei die Pikiniere trotzdem immer noch ziemlich stark abschrecken können. Also er kann hier definitiv seine Vorteile ausspielen. Er hat die Fernkampfüberlegenheit, das ist Schritt 1. Er hat die Kavallerieüberlegenheit, so rein von der qualitativen Masse her, nicht von der Anzahl. Also er könnte theoretisch gesehen, wenn er die richtig spielt, die Kavallerie, so großen Schaden machen. Dagegen kann Whisky nicht kontern. Und noch dazu hat er Pikiniere mit dabei, was quasi Whisky verhindert, einen perfekten Charge mit seinen nackten Söldnern zu bekommen, frontal. Er muss erst einen Umweg laufen, um damit das zu kompensieren. Sonst würde er in den Tod chargen und das möchte er natürlich nicht. Und deswegen versucht er natürlich, den noch auszuweichen. Dafür sind Pikiniere mich heute immer noch gut, um Leute abzulenken oder auch abzuwenden und zu chargen. Wir sehen es schon, Whisky bewegt seine Söldnerschwerter jetzt hier weiter nach außen, denn er möchte ja nicht auf die Pikiniere chargen. Das wäre ein Selbstmordkommando. Gut, schauen wir uns mal an. Beide marschieren jetzt gleich aufeinander zu. Die Schwerter werden jetzt nach hinten geschickt, um hier ein bisschen zu geschützt zu werden vor den Fernkämpfern. Das ist ein netter Trick mit den Kavalleristen ranreiten. Und erst wenn die Schwertkämpfer abhauen, also die Steinschwerter abhauen, dann wieder zurückzureiten. Um sie quasi dazu zu bringen, abzuhauen, damit er sie zurückzieht. Und die damit keinen Schaden machen. Sie werden im Endeffekt eigentlich nur beschäftigt. Mehr ist es gar nicht. Es ist nicht dazu da, um sie zu töten. Oder sonst was. Nur dazu da, um sie zu beschäftigen. Genau das macht Whisky hier gerade. Da sieht man halt auch schnell, wie wichtig ihm dieser Trupp Kavallerie ist. Denn wir sehen gleich, er geht hier trotzdem frontal auf Konfrontationskurs. Geht jetzt hier auf die Fernkämpfer auch noch gleich rauf. Da drehen die pontischen Schwertkämpfer selbstverständlich um. Pontische Kavallerie gleich. Und auch die Fernkämpfer schmeißen ihre Speere auf die leichte Kaff. Trotzdem, Steinschleuder werden getroffen, werden gejagt. Die fliehen auch erstmal. Sie können nicht schießen. Somit hat er eigentlich Zeit gehabt, mit der Infanterie näher ranzurücken. Könnte eventuell einen Charge bekommen mit seinen nackten Söldnerschwertern, was wirklich, wirklich gefährlich werden kann. Vor allem, wenn er die Thureus-Speere chargt, dann sind die weg und somit hat er ein freies Walten und kann viel schneller offensiv vorgehen an den Flanken. Denn die Thureus-Speere können aufhalten. Das ist das, was sie am besten können. Sie müssen nicht unbedingt killen, sie können aber verdammt gut aufhalten. Und da sehen wir es auch. Er setzt jetzt hier drauf auf den Charge an. Allerdings, was mich ein bisschen geärgert hat, als ich die Schlacht schon mal angeschaut hatte, ist, dass er einfach die Raserei viel zu spät aktiviert hat. Wir sehen es jetzt mal hier an, wir sehen es. Er hat sie noch gar nicht aktiviert. Er müsste sie jetzt schon längst aktiviert haben. Am besten, jetzt wäre der perfekte Moment gewesen, damit der Trupp noch einen höheren Charge hat. Sonst, wenn der Trupp schon drin ist, dann bringt das nichts mehr. Denn
Jetzt ist der Anstandbonus erst auf 52, der Charge ist vorbei und er macht dadurch weniger Kills, hat jetzt nur 13. Das war das Problem, was ich daran gesehen habe. Hier drüben ähnlich. Hat aber dafür deutlich mehr Touristspeer mitgenommen. 20 Stück sind es schon, er kann noch mehr sich mitholen. Die Fernkämpfer zerschießt jetzt aber die nackten Söldnerschwerter, deswegen muss schnell Support kommen von galatischen Legionären. Wir sehen es auch hier. Anmarschieren. Sie chargen jetzt mittlerweile auch und gehen mit in den Kampf rein. Die pontischen Schwertkämpfer sind auch beschäftigt und somit haben die galatischen Schwertkämpfer freies Walten, um an der Flanke offensiv vorzugehen. Selbes Spiel auch auf der anderen Seite. Da nutzt aber der Ponta die Lücke hier, versucht hier reinzuspielen. Whiskey pennt ein bisschen mit seiner Kavallerie. Dadurch kann er jetzt den Charge nehmen auf die galatischen Legionäre hier drüben. Ich würde ihn davon abraten, das bringt nämlich verhältnismäßig wenig, denn die Truppen zu chargen ist unnötig, dadurch wird kein Kampf provoziert. Besser wäre es von ihm, einfach hier rein zu chargen. Dadurch hätte er wesentlich mehr Schaden verursacht, hätte einen Trupp auf jeden Fall zum Fliegen gebracht und den zweiten wahrscheinlich stark beschädigt. Aber nein, er setzt den Charge lieber auf die galatischen Legionäre hier hinten beim Piken in eine sehr schlechte Seite rein. Da macht er natürlich nicht wenig Schaden. Die werden vielleicht 5-6 Mann sterben, aber der Rest wird noch überleben ohne Probleme. Auf der anderen Flanke hat er jetzt die kappadokische Kavallerie gecharged, die auszuschalten. Prinzipiell kein Fehler. Macht er gut so. Problem ist bloß, er hat dabei gepennt, der Ponte. Denn jetzt kommen hier die freien Herber. Da kommen Rücken rein. Wenn die drin sind und er sie vergisst, dann gewinnt die kappadokische Kavallerie mit den pontischen Herbanern zusammen locker den Kampf und die pontische königliche Kavallerie war für die Katz. Ähnliches Spiel auch hier drüben. Die galatischen Schwerter können jetzt hier sehen, ruhig gegen die pontische königliche Kavallerie kämpfen, weil auch hier gepennt wurde. Somit ist da wieder eine Möglichkeit mehr da. Die galatischen Schwerter könnten jetzt hier eigentlich zum Support kommen, die galatischen Legionäre, um zu unterstützen, die konstant von Feuer von hinten abbekommen. Der General kämpft mittlerweile auch mit gegen die herbaren Pikeniere, die den Kampf dadurch locker verlieren. Und dass er jetzt hier sich so aufsplittet, ist super für ihn, denn die Pikeniere haben dadurch weniger Möglichkeiten, sich zu entfalten. Können ihre Stärken in den Linienkampf nicht mehr so gut ausspielen und müssen deswegen sich wieder zurückziehen, theoretisch gesehen. Aber so ein Chaos hier mit Lücken ist für den Pikentrupp einfach nur grausig. Hier drüben kämpfen jetzt freie Herbaner gleich noch mit der pontischen Kavallerie gegen die kappadokische Kavallerie. Die kappadokische Kavallerie, die Herbaner kämpfen gleich zusammen gegen die pontische königliche Kavallerie. Pikeniere kommen aber dazu, was ein kleines Problem ist. Deswegen sollte jetzt hier Whiskey versuchen, einen Schwertkämpfertrupp dazu zu holen. Denn sonst sehe ich für die Kavallerie auch noch schwarz. Wobei, mittlerweile sieht es ganz gut aus. Die Kavallerie wurde schon ziemlich stark hart angenommen. Jetzt kommt der General hier drüben noch mit dazu an die Flanke. Ganz, ganz großer Fehler. Der Trupp muss bei der Linie bleiben. Er muss die Moral hochhalten. Und er muss auch mithelfen. Jetzt kämpft er an der Flanke mit gegen Truppen, die unwichtig sind. Die sind so weit weg, die können nichts machen. Bis die Herbaner da sind, sind locker schon anderthalb Minuten vergangen. Und bis dahin hat der General verheerend Schaden machen können. Er hätte hier reinchargen können, in die galatischen Schwerter. Das wäre ein so großer Schaden geworden. Beide Trupps wären völlig kampfunfähig gewesen, wahrscheinlich sogar. Und hier hinten, ähnliches Spiel. Auch hier wäre der Trupp sofort weg gewesen. Hier hätte er seinen Fernkämpfer retten können. Da hat der Kavallerie einfach zu viele Fehler gemacht. Das war ein Hauptproblem. Jetzt schickt er seine Pikeniere hier raus in der zu dünnen Linie. Dadurch können die galatischen Legionäre voll ihr Potenzial entfalten beim Speerwurf. Auch der Charge wird einfacher sein, denn sie können mehr auf einmal treffen, wenn sie durchkommen durch die Piken. Das ist immer so eine Sache für sich. Allerdings wird es einfacher. Vor allem, wenn der Trupp breiter ist oder sich mehr auf eine Seite fokussiert, dann wird der Trupp sich hier einfach vorbeimogeln und die Piken abschlachten, als gäbe es kein Morgen. Die galatischen Schwerter rennen jetzt mittlerweile den Steinschleudern hinterher. Die sind damit beschäftigt. Er versucht jetzt seine Steinschleuder auch zu retten, damit sie nicht fliehen. Beschießt diesen einen Trupp legionäre galatische Schwerter. Bringt ihm aber nicht viel, denn dieser Trupp wird nicht schnell genug sterben. Ist zwar von der Idee nicht falsch, aber es wird ihm nichts bringen. Die Linie ist mittlerweile komplett gebrochen vom Ponten. Die Pikeniere sind auch gleich komplett tot. Der General hat auch schon seinen Kampf gewonnen. Und auch der pontische General ist jetzt tot, nachdem er ein Selbstmordkommando an der rechten Flanke geführt hat. Grundsätzlich eigentlich meiner Meinung nach der größte Fehler. Die restlichen Fernkämpfer werden jetzt auch gerade gejagt. Die Pikeniere hier drüben werden auch geschlachtet von galatischen Legionären. Hier drüben ist nochmal ein Trupp, der jetzt gleich nochmal attackiert wird. Soll nochmal gecharged werden von den Kappadokern hier hinten. Aber der Ponte dreht nochmal um, könnte jetzt also theoretisch gesehen den ganzen Trupp kappadokische Kavallerie zerstören. Aber Whiskey lässt sich das nicht gefallen, dreht ab und kommt dann in den Rückenreihe mit seinen galatischen Legionären. Somit sind auch diese freien Herbaner, diese herbaren Pikeniere endgültig besiegt. Die restlichen Fernkämpfer werden gejagt von der Kavallerie, die Whiskey noch erhalten blieb. Und somit ist die Schlacht dann auch gewonnen. Eine schöne Schlacht, muss ich sagen. Ein bisschen Kuddelmuddel, aber sie verdeutlicht die Stärken der Ponten. Und auch gerade, wenn man ein sehr flankenstarkes Spiel spielt, wie jetzt Whiskey gezeigt hat, mit galatischen Schwertern an der Flanke, dann kann das nun mal so verlaufen. Das sehen wir auch schon direkt bei den Kills. Hier drüben 156 Kills für galatische Schwerter. Das ist eine Glanzleistung, ohne jegliche Verluste. Das geht an die ganze Flanke überhaupt. Sehr gut eingesetzt. Vielleicht ein bisschen träge, es geht besser, aber auf jeden Fall wurden sie in der richtigen Zeit eingesetzt, zum richtigen Punkt. Die galatischen Legionäre haben eher weniger Kills gemacht, wobei es immer noch verhältnismäßig viele sind, aber für eine Linie ist es eher relativ wenig. Der General mit galatischen Adligen, 176 Kills, ist auch mal eine Glanzleistung, das kann man echt nicht vernachlässigen. Und auch die kappadokische Söldnerkavallerie hat seine Dienste erwiesen. Bei der Kavallerie von Ponten sieht man schon, die königliche Kavallerie war echt
ich sag's mal direkt aus, scheiße eingesetzt. Selbes betrifft auch die Hermann Pikeniere, bis auf einen Trupp. Und insofern sollte hier noch ein bisschen Nachholbedarf sein. Gerade mit der Kavallerie ein großer Vorteil, den er hatte, hätte er deutlich besser einsetzen können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Würde mich mal brennend interessieren, wie ihr die Schlacht fandet. Aber falls ihr eine Schlacht habt, die ihr mir schicken wollt, dann schickt es mir einfach an corneliusdrake@gmail.com. Schreibt rein, welches Spiel es ist. Ob es Napoleon Total War ist, Shogun 2, Rome 2 oder Attila, ist mir egal. Ist mir Sülze. Schreibt es rein. Ich gucke mal, ob ich dann kommentiere. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.